Ja, hallo lieber Filmfreund und Sammler, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einem weiteren sinnlichen Unboxing-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, es geht natürlich um Emmanuel und zwar um die Teile 1, 2, 3 und 4. Von Kochfilms kam das Ganze raus am 27.05.2021 in einer Collector's Edition, nenne ich sie jetzt mal. Es ist ja eine übergroße Box. Näheres dazu erfahrt ihr dann im Anschluss im Unboxing-Part. Dieses Intro oder die Einleitung wird dieses Mal sehr lange gehen und ich muss auch mehrfach cutten, wenn ich mich nicht verplapper. Das wäre es erstmal zu dem. Ja, und nun kommen wir natürlich noch zu den wichtigen Informationen, die ich eben angesprochen hatte. Aber keine Sorge, ich werde jetzt hier nicht eins zu eins alles wiedergeben, was bereits hier im Bild eingeblendet ist für dich. Das wäre ja absolut sinnfrei. Ich möchte diese Informationen näher ausführen. Ja, wir legen einfach los. Und zwar Teil 1. Befindet sich hier in dieser Box im Director's Cut. Das ist die 4K Remastered Disc und zwar als UHD und als Blu-ray. Und was bei Kochfilms auf Facebook nicht so richtig kommuniziert wurde, ist, dass der Teil 1 ebenfalls in der Kinofassung, zwar nur auf Blu-ray, aber Gott sei Dank, mit in dieser Box drin ist. Diese Fassung ist allerdings nicht restauriert. Das ist die ursprüngliche Kinofassung, wie ihr sie wahrscheinlich als Emmeray bereits in eurer Filmsammlung habt. Das finde ich dennoch ein sehr wichtiges Gimmick, weil die ganz normale Emmeray ist sehr, sehr teuer geworden von dem ersten Teil. Bei dem Director's Cut, man hört ja Director's Cut und denkt, oh, eine längere Fassung, das ist in diesem Fall wortwörtlich zu nehmen. Dieser Director's Cut wurde unter Aufsicht von Jess Chekin, dem Regisseur von Emmanuel 1, beaufsichtigt und das ist seine bevorzugte, nun aktuelle Schnittfassung dieses Filmes. Und das betone ich deshalb so, weil einiges geändert und rausgeschnitten wurde. Demzufolge ist es mehr Cut als Director's Cut, ihr wisst, ne, Wortspiel. Und wer sich jetzt fragt, wo sind die Unterschiede zwischen dem Director's Cut und der Kinofassung, dem empfehle ich unbedingt, die Infobox unter dem Video mal abzuchecken. Da gibt es Gott sei Dank einen Link zu schnittberichte.com. Da wurde nämlich die Schnittfassung von Kino und Director's Cut miteinander verglichen. Da kannst du dir das Ganze in Ruhe mal anschauen und auch durchlesen. Du müsstest allerdings registriert sein im Forum von schnittberichte.com, um die Bilder sehen zu können. Und ja, demzufolge finde ich das wirklich sehr lobenswert, dass hier beide Fassungen drin sind und man kann sich jetzt in Ruhe dafür entscheiden, welche gefällt einem besser. So, Teil 2 habe ich nicht besonders viel zu sagen, auch Teil 3 nicht. Liegt halt in der Original-Kinofassung vor, da wurde meines Wissens auch nichts weiter geändert. Bei Teil 4 gibt es noch eine sogenannte, naja, kanadische Kinofassung, da sind sogenannte Hardcore-Inserts mit reingemacht, die gibt es aber nur in Kanada auf Videokassette und die habe ich jetzt trotzdem mal hier mit aufgeführt, denn es gibt hier in dieser Box nur, in Anführungszeichen nur, die Kinofassung ohne diese Hardcore-Szenen. Also wer das mal sehen möchte, wo da der Unterschied besteht, auch Schnittberichte mal abchecken, Link in der Infobox. Und die gab es übrigens nie mit deutschem Ton, also macht euch da keine Hoffnung. Es gibt natürlich auch noch die Anaglyph 3D-Fassung vom vierten Teil, das sei mal so am Rande mit erwähnt. Und ein paar Super 8-Fassungen sind auch mit vertreten. Und ich würde sagen, ich mache noch einen kurzen Cut und dann möchte ich nochmal kurz auf Teil 1 und zwar, ja, das Bildmaster zu sprechen kommen. Ja, und nun kommen wir noch zum wichtigen Part und zwar der 4K-Restaurierung. Kurz gesagt möchte ich das Fazit mal an den Anfang schieben, ich bin nicht ganz zufrieden damit. Na, das siehst du ja auch schon an den Stichpunkten, was ich zu bemängeln habe oder was problematisch ist in meinen Augen. Wie bin ich zu dem Ergebnis gekommen? Was lag mir eigentlich zugrunde? Was hatte ich für Möglichkeiten, was ich miteinander vergleichen kann? Das möchte ich jetzt mal ganz kurz erläutern. Ich habe eine japanische Blu-ray, eine italienische Blu-ray, die französische 4K Remastered, deswegen habe ich auch hingeschrieben, Bildmaster FR Studio Kanal mit dem EAN-Code. Dann habe ich noch eine aus den USA, das ist die von Kinolorbeer, auch eine Blu-ray-Disc. Dann gibt es noch in meiner Sammlung die DVD von 2002, die DVD von 2009
Und die japanische DVD, und ja, ich glaube, ich müsste sie jetzt alle erwischt haben. Und ich habe auch noch jedes sinnvolle, mir relevante Szenario genommen und alles miteinander verglichen. Auch Kinofassung und Director's Cut, falls jetzt die Frage aufkommen sollte. Und was ist mir dabei aufgefallen? Das sieht man natürlich hier ganz deutlich an den Stichpunkten. Es wurde ein DNR-Filter verwendet für die 4K-Restaurierung. Und das nicht nur so ganz seicht, sondern es wurde richtig hart drüber gebügelt. Und das sieht man, es geht enorm viel Schärfe flöten. Das wirst du in den entsprechenden Bildvergleichen sehen. Die habe ich nicht in dieses Video mit integriert, weil ich möchte das so ja verlustfrei wie möglich rüberbringen. Deswegen habe ich alles unten verlinkt. Das wird wahrscheinlich eine ellenlange Liste sein. Es wird hoffentlich für jeden was dabei sein, um zu sagen, okay, jetzt habe ich wirklich den Film in allen Bildmastern miteinander verglichen gesehen und das ist meine favorisierte Fassung. Nur um es mal kurz vorweg zu schicken. Denn der nächste Stichpunkt ist dieser Blauschleier. Und da möchte ich ganz kurz auf eine Szene zu sprechen kommen. Kenner des Films werden jetzt genau wissen, worum es geht. Den anderen werde ich es ganz kurz umschreiben. Und zwar geht es um die Szene, die so im ersten Viertel passiert. Emanuel und den Namen der Frau habe ich jetzt leider vergessen. Die sitzen in zwei Hängekörben. Die eine Frau hat eine Zeitschrift in der Hand und im Hintergrund ist ein schöner blauer Himmel zu sehen. Und das Bild ist deutlich in dieser 4K Remastered Version komplett mit einem Blauschleier überzogen. Deswegen wirkt es sehr kühl und man hat das Gefühl, als wenn diese Szene irgendwie, ich sag mal, also 6, 7 Uhr früh, so sieht das aus. Aber tatsächlich ist diese Szene später Nachmittag. Wir einigen uns mal so auf knapp 18 Uhr, na, fast Sonnenuntergang könnte man schon bald sagen. Und durch diesen Blauschleier wird dieses Setting komplett verfälscht. Es sieht scheußlich aus. Ich finde es absolut nicht passend zu dieser speziellen Stimmung. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ich hoffe, ich verplapper mich nicht, ansonsten muss ich hier noch massiv schneiden, denn es gibt logischerweise bei jedem Film mal hier und da Bildfehler. Ich frage mich, weshalb sind bei allen, ich betone bei allen, wirklich bei allen Scheiben, die ich miteinander verglichen habe, an einer besagten Szene deutlich sichtbar, dass da ein Bildfehler drin ist. Es gibt noch unzählige andere Bildverschmutzungen etc., die ich jetzt hier nicht erwähnen will, aber mal rein logisch gesagt, könnte ja theoretisch, wenn man eine richtige brandneue eigenständige 4K-Abtastung einer Filmrolle gemacht hat, dieser Bildfehler nicht drin sein, weil man hätte ihn locker rausmachen können. Es macht keinen Sinn, einen Bildfehler, der sich eingebrannt hat, der so einen weißen Kreis darstellt, einfach drinnen zu lassen. Ich sag nur Beispiel, Bildfehler, Tennisszene. Achtet mal auf den rechten Rand. Da taucht hier und da so ein weißer Pixel auf. Das sieht einfach nur ja, dumm aus. Wenn man das wirklich neu abgetastet hat, wieso ist in allen Bildmastern der Fehler drin? Man hat sich hier wieder meines Erachtens nach aus logischer Schlussfolgerung an einem alten Digitalmaster bedient, das Ganze nach dem neuen heutigen Stand versucht auf den heutigen technischen Stand zu hieven und demzufolge ist halt, ja, da immer noch der Fehler drin. Man hat den halt auch nicht rausgemacht. Es gibt außerdem Probleme mit dem Color Grading. Das seht ihr auch, wenn ihr die japanische und die italienische Blu-ray mal vergleicht, beziehungsweise die französische mit der japanischen und so weiter hin und her. Dann seht ihr auch, dass die Farben, zum Beispiel speziell die Rottöne oder Hautfarben, komplett anders wirken. Es gibt noch eine Szene, wo Emanuel da in ihrer Kammer sitzt mit dem Apfel in der Hand und da sind oben solche Studiolampen. Die sind so hell ausgebrannt. Das ist auch wieder Thema Bildfehler. Da hat man absolut mit Filtern maßlos übertrieben. Da ist absolut nichts mehr an Details zu sehen. Es gibt DVDs, wie gesagt, die sind auch im Bildvergleich drin. Achtet mal auf diese Lampen. Wie krass der Unterschied ist. Und nochmal zu der Korbszene zurück mit den zwei Frauen. Der Hintergrund, der Himmel,
stellenweise nur noch gleißendes, weißes, helles Licht und sonst nichts mehr. Da sind keinerlei Bildinformationen teilweise vorhanden. Das ist scheußlich. Und ohne diesen 4K Remaster Gedöns kann man dort noch kleine Details erkennen. Achtet mal auch auf den Baum dort in dieser Szene. In dieser Hängekorb-Szene zwischen den zwei braunen Vasen. Da ist ein Baum. Der ist im 4K Remastered extremst ausgebrannt. Da sieht man, das sieht aus, als wenn da Blätter rumfliegen. Das ist ein richtiger Baum. Das ist komplett totgefiltert. Mich würde ja eure Meinung ganz brennend interessieren. Wie findet ihr das? Schaut euch wirklich ganz detailliert die Bildvergleiche an. Es lässt sich absolut nicht vermeiden, dass das hier so lang wird, weil ich muss vieles besprechen. Jetzt wisst ihr auch, was ich meinte, dass ich es nur kurz umrissen habe in Stichpunkten. Ich möchte es nicht weiter in die Länge ziehen. Ich wünsche euch viel Spaß im Anschluss mit dem Unboxing-Part. Ja, ihr Lieben, da liegt sie nun vor uns auf dem Tisch und ihr seht etwas mehr als mein Setting. Denn das reicht nämlich nicht ganz aus. Denn die Box ist richtig, richtig groß. Und da wären wir auch beim Stichwort. Ich habe das Ganze mal für euch ausgemessen. Die Box ist hier von hier oben bis ganz nach unten ca. 30,5 cm lang. Von links gesehen nach rechts rüber ca. 22 cm. Und was bleibt zuletzt noch übrig? Natürlich die Dicke von hier bis nach unten sind das ca. 5,5 cm. So viel zu den Maßen und ich muss ganz schön lange Arme machen, weil ich das halt sehr weit weghalten muss, um sie komplett einfangen zu können. Ihr seht schon, wenn ich mit dem Licht hier etwas umherspiele, dass wir hier eine Glanzfolienbeschichtung haben. Die ist hier über Emanuel komplett drüber gelegt und auch hier über den Schriftzug Emanuel. Das spürt man auch, wenn man hier drüber fasst, dass hier wunderschöne Glanzfolie verwendet wurde. Und nun schauen wir uns mal die Bedruckung aus der Nähe an. Ich finde sie wirklich sehr gut. Das ist natürlich ja auf den ersten Blick eindeutig ein gezeichnetes Motiv. Ich versuche es so gut wie möglich für euch einzufangen. Wir haben hier unten noch, ja, ich schätze mal den Künstler, weil wer sollte seine Initialien sonst hier reinschreiben? Und das Motiv kenne ich natürlich als Fan dieses Filmes in- und auswendig. Ja. Es ist wirklich atemberaubend schön. Ich versuche es mal hier so halbwegs. Ja, so näher ran komme ich absolut nicht, sonst racke ich das Stativ um, euch das hier etwas näher zu zeigen. Und es wiegt auch einiges. Ne? Ich habe jetzt alle Gimmicks und so weiter noch drinne gelassen. Ich werde die natürlich gleich noch rausnehmen, um mir das etwas zu erleichtern, die Arbeit. Und ja, das soll es erstmal zur Front gewesen sein. Die Seite haben wir eben schon gesehen. Da haben wir hier die üblich verdächtigen Logos. Dann den EAN-Code für die ganze Box. Von der Seite richtig schön riesengroß nochmal Emanuel. Das ist komplett Pappe. Also dazu sage ich auch gleich noch was. Ich zeige es euch erstmal von allen Seiten. So, dann haben wir hier nochmal Emanuel ganz groß draufstehen. Und ja, das haben wir eben schon gesehen. Dann mal hier oben auch nochmal riesengroß Emanuel. Die Box an für sich fühlt sich sehr, sehr weich an, bis auf die Glanzfolie, wie bereits erwähnt. Und das ist natürlich harter, stabiler Karton. Und ihr fragt euch jetzt, warum zeigt er nicht die Rückseite? Ich muss das ganz langsam machen, denn ihr wisst, ich muss hier wieder etwas zensieren, damit das Video ja für mich keine Probleme bereitet. Deswegen würde ich sagen, ganz kurzer Cut an der Stelle. Und danach schauen wir uns die Rückseite an. Ja, und nun geht es natürlich weiter, wie eben erwähnt, mit der Rückseite dieser riesengroßen Box. Und ihr seht schon, ich habe mir eine kleine Notlösung einfallen lassen, hier mit den FSK-Stickern. Die sind selbstverständlich bei euch nicht draufgeklebt. Das ist nur, damit ich es etwas einfacher habe, am Ende das zu schneiden, zu zensieren, wie auch immer. Mal sehen, was hier noch durchblitzt. Also ich sehe jetzt hier erstmal nichts. Ich hoffe, die gehen auch nicht währenddessen ab. Und ja, der Gesamteindruck, sehr, sehr textlastig das Ganze. Ich hätte mir hier definitiv ein Backpaper gewünscht mit so ganz kleinen Nupsis befestigt oder lose draufgelegt. Und dann noch ein riesengroßes, schönes Artwork, zum Beispiel dieses hier, was hier in der Mitte untergebracht ist, was so umrandet ist mit Textumfluss. Dazu kommen wir gleich noch. Ich hole es gleich näher ran. Ich will jetzt erstmal so ein paar Worte dazu sagen.
Dieses Artwork hier in der Mitte ist übrigens von Emmanuel 2, dem japanischen Filmprogramm. Woher ich das weiß, ich habe das selbstverständlich in meiner Sammlung und könnte euch das jetzt exemplarisch zeigen, selbstverständlich, aber das müsste ich halt auch zensieren, denn ihr seht es ja, ne, Nugget Dice. So, jetzt fangen wir mal ganz oben an hier mit der Box. Da sehen wir hier das berühmte Original, also Emmanuel 1 ist hier enthalten, 2 Garten der Liebe, Goodbye Emmanuel, der dritte Teil und selbstverständlich Emmanuel 4. Dann haben wir hier jede Menge Text, dazu kommen wir gleich. Hier noch riesengroß den Schriftzug und jetzt kommen wir hier zum angesprochenen Text. Der ist ja massiv viel Silbentrennung, Worttrennung, das sieht unschön aus, aber naja, hätte man etwas anders lösen können. Wie gesagt, Backpaper und so, gibt es andere Möglichkeiten. Hier drüben geht dann der Text weiter. Ihr könnt es euch gerne anhalten, das Video, und durchlesen, wenn ihr wollt. Hier ist das Artwork. Ich hoffe, es blitzt jetzt nichts durch. Das ist wirklich so. Das geht direkt hier mit ins Bild rein. An den ganzen Stellen hier. Das sieht aus wie so ein Osterei. Und das geht immer hier diese, ich sag jetzt einfach Rosen dazu. Die gehen immer so teilweise mit rein in das Bild. Dann haben wir da direkt unten drunter die Scene Shots, die nahtlos ineinander übergehen. Das finde ich sehr schön. Bis auf einen, ja gut, ja, da habe ich jetzt was drüber geklebt. Der ist vom Übergang her, naja, etwas grenzwertig. Dann haben wir unten drunter noch die Angaben inklusive Teil 1 Director's Cut weltweit, UHD Premiere in 4K. Ihr seht auch, dass dieses Motiv hier von dem Filmprogramm hier mit reingeht. Das ist auch etwas unschicklich. Ja, das ist, ja, wenn ich jetzt den Sticker wegmachen würde, würdet ihr auch verstehen, warum, wieso, weshalb. Glaubt es mir, es ist absolut, ja, es schneidet halt den Kopf weg. So. Dann haben wir hier noch die Angaben zur Blu-ray-Disc, also die Laufzeit, Tonspur, Bildformat. Das mache ich mal jetzt ganz langsam. Ich denke, das müsste so ausreichen. Ihr könnt auch gerne, wie gesagt, jederzeit immer mal pausieren, euch das in Ruhe durchlesen. Dann geht es hier unten drunter weiter mit den Extras, die hier auf den einzelnen Discs enthalten sind. Auch hier versuche ich das so langsam wie möglich euch zu zeigen. Ihr könnt auch hier gerne pausieren und euch das in Ruhe mal durchlesen. Ich hoffe, die Schrift ist nicht zu klein. Ihr seht schon, der Schriftgrad ist halt, ja, ne. Ich versuche mein Bestes zu geben. Hier haben wir nochmal den Vermerk auf den Director's Cut und die Doku, auf die ich schon sehr gespannt bin. Und dann haben wir hier unten jede Menge Credits, bla bla. Und juppala. So, jetzt werde ich das nach einem ganz kurzen Cut öffnen, damit ihr mal seht, wie das dann drin aufgebaut ist. Ich werde selbstverständlich alle Extras dann rausnehmen und euch Stück für Stück einzeln vorstellen in diesem Video. Ja, und nun geht's weiter mit dem Innenleben dieser wunderschönen großen Box. Ich habe schon mal vorgearbeitet, damit ich mir hier keinen abkämpfe und was irgendwie noch kaputt mache. Das erste, was wir dann sehen, ist hier diese FSK 18 Freigabekarte. Die schauen wir uns gleich an der Stelle hier mal an in Ruhe. Und ja, wie gewohnt, Video anhalten, alles mal durchlesen, wenn ihr da Bock drauf habt. Das Papier ist sehr, sehr glatt und weich, allerdings ziemlich dünn, denn wenn wir das umdrehen und ich hier ein bisschen mit dem Licht umher mache, eben ging es gerade. Ja, hier, schaut es euch mal an. Hier kann man es gut erkennen. Ich kann hier wunderbar durchsehen auf die Frontseite und es ist halt sehr, sehr wabbelig. Eine Freigabekarte, ja, Kochfilms, ne? Kritik ein klein wenig dicker machen, wenn ihr mal wieder sowas habt, damit es nicht so wabbelig daherkommt. Das werfe ich jetzt hier mal in den Deckel rein. Dann kommt natürlich wunderschön Sylvia Crystal im Manual. Wunderbar in einem, ja, etwas größer als DIN A4, weil die gleiche Größe wie der Karton halt. Im Booklet als nächstes zum Vorschein. Und sie hat wenig an obenrum. Deswegen habe ich das hier mal abgeklebt. Dazu kommen wir gleich in Ruhe. Denn ich will noch was zum Karton an sich sagen. Zu den Karten kommen wir ebenfalls gleich. Das ist das nächste. Hier, das sind diese drei, Moment, vier. Ja, genau, vier Karten, riesengroß. Dann geht es weiter mit den Postern. 1, 2, 3 und Nummer 4. Und ihr merkt jetzt schon oder könnt euch vielleicht denken, was jetzt mein erster Kritikpunkt an der ganzen Geschichte ist. Liebes Kochfilmsteam,
bitte macht so eine Banderole da rein, die hier einmal komplett durchgelegt ist, ne, dass man das einfach rausheben kann. Ich demonstriere es jetzt nicht, weil ich habe ja, wie gesagt, schon vorgearbeitet, aus gutem Grund. Denn wenn das alles hier so nahtlos drinnen liegt, ihr könnt es euch sicherlich denken, ich muss die Box halt umdrehen, damit ich es rausnehmen kann. Das ist absolut nicht schön. Und ja, ich will auch nicht die Box hier ewig in irgendwelche Richtungen zerzerren, um an die Sachen ranzukommen. Das jedes Mal umzukippen, um da ranzukommen, ist, ja, ihr guckt doch, ihr habt doch hier wunderbar mitgedacht mit so einer Lasche. Und somit hätte man hier, denke ich mal, na, so ein Bändchen machen können, wo man alles rausnimmt. So, ja, jetzt kommen wir zum Digipack und dann frage ich mich, hoffentlich, ja, der Zettel geht nicht weg. Wunderbar, den muss ich ein bisschen hier nochmal feinjustieren. Denn, ja, das ist das Innenleben. Ziemlich, ja, unspektakuläre Pappe. Man sieht hier deutlich, wie das verarbeitet ist. Es ist, fühlt sich nicht gerade sehr wertig an. Es ist halt billiger Karton. Auch hier seht ihr schon, so ein kleiner Spoiler. Ich werde gleich noch was machen. Denn das geht hier unten drunter weiter. Das frage ich mich ernsthaft, was das soll. Man kann dieses Ding hier rausnehmen und genau dieses Motiv, was übrigens hier nicht mehr gezeichnet ist, was man deutlich erkennen kann, ist, ja, original, also menschlich, ne? Also kein Cartoon-Look. Dieses Motiv befindet sich exakt nochmal unten drunter. Ich könnte jetzt hier nochmal, ne? Ihr seht es, so sieht es dann aus. Es macht irgendwie keinen richtigen Sinn. Kochfilms, was soll ich jetzt mit diesem Pappdingens machen? Ich verstehe es gerade nicht. Das ist wahrscheinlich dafür da, weil das sonst etwas zu tief hier drinnen liegen würde, das Digipack. Aber hätte man das nicht irgendwie geschickter lösen können? Vielleicht hier noch ein paar Gimmicks reinmachen oder keine Ahnung. Also es ist ein bisschen komisch, ne? Und das wäre es erstmal zu der Sache. Der Karton an für sich, ja, ich könnte halt jetzt hier komplett, wenn man es hier an der Seite sieht, ist so ganz wenig Luft, ne? Könnte ich das komplett rausnehmen. Es ist halt ein Dummy und dann wäre der Karton ungefähr so groß wie ein, ja, Puzzlekarton von der Wertigkeit her, ja. Es ist schon stabil verarbeitet, ne? Es würde auch unproblematisch hier stehen, wenn ich jetzt noch den Deckel drauf hätte, passt schon soweit, ist das eigentlich gut durchdacht. Ansonsten hier im Innenleben Kochfilms macht doch Samtauskleidung so in diesem Farbton oder irgendwas leicht pink anmutendes, weil das passt gut zu dem Film. Da hätte man definitiv etwas noch, ja, unterbringen können, also designtechnisch. Also, naja, gut. Ist nur meine persönliche Meinung. Wenn ihr das anders seht, schreibt es mir, wie gesagt, auch gern in die Kommentare. Und somit wären wir erstmal durch mit dem Karton und kommen jetzt noch Stück für Stück zu den einzelnen Gimmicks. Ja, und weiter geht's an der Stelle nun mit den übergroßen Artcards. Und ihr seht es, ich hebe es hier leicht hoch und alles fängt an zu reflektieren. Selbstverständlich sind die hier auf der Frontseite hochglanzbeschichtet, auf der Rückseite leider rauer, eklig sich anfühlender Karton. Deswegen kommen wir am besten gleich wieder zur Frontseite zurück. Ihr seht auch hier so einen kleinen Rahmen ringsrum, so mit so einer kleinen Verschnörkelung. Das wirkt dann so im Großen und Ganzen, wenn man sich das aus der Entfernung anschaut, wie so ein Bilderrahmen. Das wäre halt ziemlich komisch gekommen, wenn man den weggelassen hätte. Ein nettes Gimmick finde ich nicht schlecht. Von der Qualität her ist dieses Foto eigentlich gut geworden. Man hat dezentes Filmrauschen ja auf der Haut, aber das ist nicht extrem störend. Was mir nicht ganz so zusagt, ist halt das Motiv. Ich hätte mir hier definitiv das japanische Artwork gewünscht. Und ja, das haben wir bereits gesehen. Im Karton, in dem Umkarton war das drinnen zu sehen. Und das war das mit Sylvia Crystal auf diesem weißen Bett lagen. Und es geht definitiv auf diese Größe, das ja, zu vergrößern, ohne großen Qualitätsverlust. Ich habe es selber ausprobiert. Ich habe das nämlich in einem wunderschönen Buch. Und das steht, denke ich mal, zur Verfügung. Kochfilms, ja, ich weiß nicht, was es für Probleme gab, dieses Bild dann so groß hier drauf zu machen. Hätte ich mir definitiv mehr gewünscht als dieses Motiv. Dann geht es weiter mit der nächsten Artcard. Da habe ich mir so ein Klebchen drauf gemacht. Auch hier ist wieder das Motiv, ja, von gleicher Qualität. Man hat hier so ganz dezentes Rauschen drinne. Ansonsten kann sich das durchaus sehen lassen.
nicht schlecht, aber na, ihr wisst Bescheid, meine Meinung dazu. Und jetzt geht hier schon der erste Klebchen ab. Ich hoffe, das flattert jetzt nicht davon, sonst waren alles für den... Ja, das ist das Motiv zum dritten Film und das ist, denke ich mal, fast das Beste. Oder was meint ihr? Also von der Qualität her, jetzt rutscht der Zettel runter. So, ist eigentlich nicht schlecht, ja. Das Beste meiner Meinung nach. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, welches Motiv euch von den Vieren bisher, was ihr sehen konntet, am besten gefällt. Das ist das letzte Motiv, Emmanuel 4. Und das kann man auch wunderbar zeigen, ohne irgendwelche Klebezettel. Der Hautton, ja gut, hätte man etwas an der Farbgebung arbeiten müssen, so ganz wenig wenigstens. Und hier die Kamerareflexion beim Fotografieren, na, das kann man locker easy machen, da gibt es auch Handy-Apps dafür. Also, naja, ein bisschen Feinarbeit hätte man hier noch machen können. Ansonsten bin ich durchaus zufrieden. Ich werde jetzt mal das hier oben drauf legen. So. Ich bin eigentlich ja, relativ zufrieden mit dem Ganzen hier. Das wär's zu diesen übergroßen Artcards. Und mal schauen, was ich als nächstes aus dem Karton nehme und euch ausführlich präsentiere. Ja, und als nächstes möchte ich euch nun gerne die vier Poster präsentieren. Ich muss die leider teilweise zusammengeklappt lassen. Erstens mal wegen der Größe, zweitens zensurtechnisch wäre das ein Super-GAU für mich und ich kann es ja trotzdem dann mal hier oder da an einer Stelle einblenden mit ein wenig Smileys drauf an den brisanten Stellen. Aber ich möchte euch selbstverständlich in Natura die Poster, soweit es geht, näher bringen, damit ihr seht, wie die Qualität ist. Die sind alle auf der Rückseite ja, schneeweiß, seht ihr hier. Von der Papierqualität muss ich sagen, bin ich ja angenehm überrascht. Es ist sehr weich und glatt, leicht glänzend, seht ihr auch hier deutlich. Und wenn wir mal rangehen, ja, das sind halt ziemlich übergroße, nicht ganz so perfekte, ja, von der Auflösung her Bilder. Aber ihr seht schon gleich bei den anderen Postern, was ich meine. Ich muss jetzt hier ein bisschen umhertricksen, es geht nicht anders. Verzeiht mir, das ist echt riesig, das Zeugs. Hier sieht man es auch deutlich, dass die Qualität jetzt nicht übermäßig ist. Na? Aber es geht, man kennt sie ja, die ganzen Poster von der Sache. So, muss ich mal kurz hier das zur Seite legen. So, das ist dann das Poster vom dritten Teil. Und hier kann man es dann deutlicher erkennen im Gesicht von Sylvia Crystal, was ich meine. Von der Qualität her, dass das hier nicht der totale Burner ist. Aber es geht, es ist auf jeden Fall ein schönes Gimmick. Da freue ich mich sehr drüber. Ich werde sie wahrscheinlich nicht aufhängen, weil ich habe keinen Platz. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Das ist das Poster hier vom vierten Teil. Und ja, das könnte ich eigentlich, muss mal kurz gucken. Es passt halt so nicht rein. Ne? Man sieht es hier, Emmanuel 4. Das könnte ich theoretisch ganz zeigen. Wie gesagt, ich lasse mir irgendwie was einfallen, euch hier die komplett nochmal reinzuhalten. Also so einen kleinen Insert reinmachen, wie die original aussehen. So, und ja, nun seht ihr nur noch rot. Wir wären an der Stelle durch mit den Postern und nach einem kurzen Cut geht's weiter. Ja, und an der Stelle machen wir nun weiter mit dem wunderschönen großen Booklet. Ihr seht auch hier wieder, dass es auf hochglänzendem Papier gedruckt wurde. Von der Nähe betrachtet sehen wir hier auf der Frontseite so ganz dezent im Hintergrund dieses japanische Artwork angedeutet, dieses Bettlaken, was ich mal kurz erwähnt hatte nebenbei. Hier auf der Frontseite deutlich, ja, im Fokus das rote Kleid von Sylvia Crystal. Sie ist teilweise entblößt, deswegen muss ich hier mal mit Klebezetteln arbeiten. Das werde ich des Weiteren auch hier im Video noch tun müssen bei diesem schönen Heft. Ja, ich hoffe, die versagen nicht und gehen plötzlich ab. Die gehen ein bisschen runter. Ja, Bild- und Textanteil hält sich gut die Waage. Es ist etwas bildlastiger, würde ich sagen. Von der Qualität her des Papiers bin ich eigentlich zufrieden. Es ist alles sehr, sehr weich und ja, matt, würde ich sagen. Und die Papierstärke, ihr seht, es kommt nichts durchgefunkelt von der Vorder- oder Rückseite. Demzufolge kann man hier auf jeden Fall von guter Qualität sprechen. Und was mir jetzt designtechnisch nicht so ganz zusagt, ist eben, ja, ihr seht es ja selber hier, schneeweiß der Hintergrund und schwarzer Text.
Da hätte man vielleicht auf altes Papier einmachen können und das etwas im Used-Look bedrucken können, damit im Hintergrund noch irgendwie was ist, weil so dieses Schneeweiße sieht einfach ja sehr spartanisch aus. Das ist absolut nicht so ansprechend. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier mit dem Zensieren hinterherkomme oder ich schaffe es einfach mal. Ja, so müsste es passen. Ihr könnt ja alles gut erkennen, denke ich. Und ich werde es jetzt trotzdem mal versuchen, näher ranzuholen. So. Auch ein sehr bekanntes Motiv. Von der Qualität her durchaus gelungen, wie gesagt. Ich habe da nur wenig auszusetzen. Man hat auch hier ein schönes Design, immer die Filmposter dazu. Hier oben sehen wir, worum es geht. Emanuel 1 von 1974. Dann geht es weiter mit. Oh je. Naja, gut, das geht halt nicht anders. Muss ich vielleicht hier und da mal was zensieren? Aber nö, das geht. Das kann man so lassen. Hier auch nochmal wunderschöne Fotos, großzügig verteilt auf den ganzen Seiten. Vom Design her, ja, die wirken so ein bisschen hingeklatscht. Man hätte die irgendwie etwas, ja, besser unterbringen können. Also, ihr versteht wahrscheinlich jetzt, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es wirkt irgendwie so hingeklatscht. So kommt es mir halt rüber. Man hätte vielleicht so ein bisschen spielen können mit Fransen an den Rändern oder diese Umrandung, die man bei den großen Artcards verwendet hat. Oder generell ja etwas im Hintergrunddesign reinmachen können. Ja, ich halte es jetzt einfach mal zu. Wir haben hier unten die japanischen Poster. Hier drüben wieder eine Seite komplett mit Text. Ein wunderschönes großes Motiv in Sepia-Farben. Und ich mache doch mal wieder diesen hier. Naja, wenn es halt was zu sehen gibt, dann ist das jetzt halt so. So, das wäre es dazu. Dann geht es weiter mit. Ja, gut. Ja, muss ich halt was zensieren. So, muss ich mir. Mal ganz langsam. Haben wir hier diese wunderschönen großen Motive. Jede Menge Textinformationen. Könnt ihr euch gerne mal anhalten, das Video, und ein bisschen durchlesen. Vom Grad her ist es eigentlich gut lesbar. Das passt soweit. Kann ich absolut nicht drüber meckern. Was haben wir hier? Oh, jede Menge Klebezettel. Gut. Dann geht es hier weiter mit Goodbye Emanuel, also Emanuel 3. Hier unten wieder die drei Poster. Gut, ja. Gut, habe ich die Möpsis vergessen. Dann habe ich hier auf der Seite wieder einen Klebezettel drauf, weil wegen dem einen Bild. Und so geht es hier drüben weiter mit Emanuel 4. Das kann ich dann wieder etwas besser zeigen. Na, hier jede Menge Informationen zu Emanuel 4. Hier dann wieder ein paar Scene-Shots, die alle, wie gesagt, getrennt sind voneinander mit diesem weißen Rahmen. Und hier dieses Motiv hatten wir schon auf der großen Artcard zu sehen. Hier unten dann wieder die obligatorischen Filmposter. Das ist soweit eigentlich alles okay. Ja, muss ich halt zensieren, geht nicht anders. Dann kommen wir zu dem hier. Es lässt sich auch relativ schwer umblättern, weil es so ein bisschen aneinander klebt. Aber naja, gut. Hier drüben dann diese Seite. Was steht da? Formel zum Emotion. Okay. Ja, hier sehen wir einen kurzen Ausschnitt von den. Ja, gut, ihr seht nicht viel. Aber hier unten sind diese Filmprogramme abgelichtet, Teile davon. Und jetzt kommen wir zu dem. Ja, kann man das zeigen? Ja, genau. Jetzt kommen wir zum sogenannten Centerfold, was ja irgendwo auch beschrieben wurde. Ich klappe jetzt nicht die linke Seite auf, sonst wird es wieder brisant für mich. Ihr seht schon hier, ja, was ist das? Das ist selbstverständlich das wunderschöne, riesengroße Artwork des japanischen Filmposters. Ich klappe es mal so ganz, ja, muss ich vorsichtig sein. Ich kann hier so ein bisschen. So weit hoch kann ich dann noch gehen. Ihr seht es, ne? Das ist das Motiv, was wir schon im Karton und mehrfach gesehen haben. Und hier Kochfilms. Es ist riesengroß drauf, ne? Dann könnt ihr mir nicht sagen, dass es nicht geklappt hätte, das auf eine der Artcards zu machen. Ich weiß, ja, ihr habt es jetzt hier als Centerfold genommen, aber naja, es wäre halt geil gewesen. Es gibt ja noch genügend andere Motive. Hier sehen wir dann die Rückseite. Ja, gut, das ist jetzt nicht so sinnvoll. Man sieht jetzt halt nur ihre Beine. Man müsste es raustrennen. Ja, das müsste klappen. Man kann es raustrennen. Wenn man es raustrennen würde, hätte man dann zwei wunderschöne Motive. Und hier geht es dann weiter auf der Seite mit etwas Infomaterial. Ja, muss ich schon wieder einiges zensieren. So, ja, gut, das geht gerade noch so. Lass ich mal durchgehen. Schnell weiterblättern. Fällt keinem auf.
So, und dann kommen wir zu einer Doppelseite mit jede Menge Informationen und unterbrochen von ein paar kleinen Fotos. So, aber halt dieses schneeweiße Kochfilms, wisst ihr, das sieht halt nach nichts aus. Ne? Also es ist, weiß ist kein Design. So, ich halte das jetzt mal einfach hier so zu. Mal gucken. So, müsste eigentlich gehen. Ja, hier sind noch ein paar Möppis zu sehen. So, schöne Aushangfotos müssten das eigentlich sein, weil es so schief drauf gemacht wurde, absichtlich. Ist nicht schlecht. So, ein bisschen tricksen. Jawohl, so geht das. Das kann ich dann auch wieder zeigen. Das ist fast die erste Seite des Booklets, die wir hier sehen. Dann geht es weiter mit zwei nackten Menschen und jede Menge Informationen. Ihr seht also deutlich, dass hier für jeden etwas dabei ist. Leute, die sich gerne große Bilder anschauen wollen und auch jede Menge Informationen zu den einzelnen Filmen wollen, die kommen hier absolut auf ihre Kosten. Und das müsste von, ja, wir sind fast durch, fast. Was haben wir hier? Das geht weiter von der Folgeseite. Hier haben wir dann die Quellenangabe, das Quellverzeichnis. Ich hole es mal hier näher ran. Das könnt ihr euch gerne mal durchlesen, wenn ihr Bock drauf habt, damit ihr seht, wo die Informationen alle so herkommen. Und dann geht es weiter mit, ja gut, das kann man auch gefahrlos zeigen. Zwei nette Damen, man sieht eigentlich nichts, was irgendwie brisant wäre. Ist von der Sache her sehr gut, schick. Man hätte es übrigens auch gerne öfters machen können, ein doppelseitiges Motiv, beziehungsweise, ja, ich wiederhole mich, das japanische Poster, ne, ihr wisst Bescheid. Doppelseite wäre auch geil gekommen. Und dann sind wir durch bis auf das letzte hier. Muss ich mal aufpassen, dass jetzt mir jetzt nicht noch ein Zettel davon fliegt. Dann haben wir hier noch jede Menge Credits, bla bla, Emanuel. Und dann dieses Motiv, was ja bekannt ist für den Film. Und wenn wir das umblättern, sehen wir hier wieder die Decke. Das ist von dem japanischen Poster, richtig. Und somit wären wir an der Stelle durch mit dem. Oh, hat sich da ein bisschen verschoben, der Zettel. Ich hoffe, er bleibt kleben, solange wie ich erzähle. So, das wäre es jetzt an der Stelle mit dem übergroßen Booklet. Und es fehlt ja noch was, richtig, das Digipack. Und das schauen wir uns nach einem kurzen Cut gemeinsam an. Ja, und für den Abschluss, für dieses extra large, riesengroß Unboxing, habe ich mir natürlich das Digipack aufgehoben, wie ich eben schon kurz erwähnt hatte. Das ist, sagen wir mal, ein klein wenig unspektakulärer. Auch hier allerdings hat man sich versucht, noch Mühe zu geben. Es ist alles auf hochglänzender Pappe aufgedruckt. Hier haben wir wieder diese Verzierungen, die ja bereits schon mehrfach zu sehen waren. Ich klappe es an der Stelle, bevor ich es vergesse, hier mal auf. Dann sehen wir auch gleich die Rückseite. Emanuel, ich hoffe, die Discs fallen jetzt nicht einfach so hinten raus. Von der Qualität her finde ich das eigentlich, ja, es geht. Man sieht deutlich, es ist ja ziemlich viel Unschärfe da und es rauscht ein wenig das Bild, aber ansonsten nette Sache. Ja. So, und zack, jetzt klappe ich das mal hier auf. Ne, die haben noch gehalten, Gott sei Dank. Es hat sich so angefühlt, als wenn die sich gelöst hätten. Und ja, so ist es dann aufgemacht. Wir haben hier das erste Tray mit der UHD-Disc, mit diesem Design, bekanntes. Ja, Plakatmotiv, dann hier unten die Blu-ray-Disc. Das ist übrigens die Kinofassung. Und was, ach, Kochfilms, Leute, wisst ihr, also diese hässlichen Dinger hier, diese Bibusse zum Reindrücken, ich muss die hier halb zerbrechen, das ist absolut nicht schön. Und hier unten drunter befindet sich ein Nackedei-Bild von Sylvia Crystal. Ich tue das jetzt hier, ja gut, ich versuche es, hoffentlich entschwindet die Disc nicht komplett. Ich mache mal hier so. Na, damit ihr wisst, welches Motiv das ist. Ich möchte euch natürlich auch noch die Qualität zeigen. Finde ich schön. Ja, stylisch, so ein bisschen schwarz-weiß, passt soweit. Hier in der Mitte halt gehendes Weiß. Das sieht nicht schön aus. Da hätte man vielleicht noch so ein Kringeldesign oder irgendwas mit reinmachen können. Und das ist immer richtig affig, das hier wieder zurückzudrücken. Muss ich mal gucken. Ja, gut, das geht noch so. Ja, dann haben wir hier Emanuel 2 mit diesem Design, ebenfalls auf Blu-ray. Und das nehme ich natürlich an der Stelle raus. Ja, das ging jetzt mal einwandfrei. Oh, ja, okay. Timing, perfekt. Mehr kann ich nicht zeigen. Dann haben wir hier Emanuel 3, also Goodbye Emanuel, ebenfalls auf Blu-ray. Da unten drunter ein sehr stark im Hintergrund verrauschtes Motiv.
Aber ja, gut, kann man machen. Übrigens, die Plastiktrays, ihr seht es ja selber, ich habe es zwar jetzt nicht angesprochen, aber es ist selbstredend. Die sind jetzt nicht so aufdringlich. Also man kann alles sehr gut hindurchsehen. Muss man ein bisschen hier kämpfen. Emanuel 4 haben wir hier mit diesem Disk-Design. Und die böse, böse Disk nehme ich mal hier raus, damit wir uns noch was angucken können. Und zwar, das ist hier die Bonus-Disk. Da ist der Director's Cut von Emanuel drauf. Also nicht die Kinofassung. Und ich schaue mal kurz, ob ich hier unten drunter. Ja, kann ich euch zeigen? Ja, klar, kann ich. Einwandfrei. Das ist das Motiv von Teil 4. Der Bibus wieder mitten im Gesicht. Na, toll. Ansonsten hier auch wieder in Schwarz-Weiß gehalten. Die Qualität finde ich wesentlich besser. Wir haben hier. Ach so, hier ist noch so ein Bibus drin. Ich habe mich schon gewundert, was das ist. Ja, ansonsten. Ich werde jetzt ganz einfach mal die Discs hier tauschen. Ja, das bringt auch nichts. Ach, naja, ich kann es nicht ändern. Ich muss es ja halt mit dem Finger jetzt mal zuhalten oder einfach so machen. So, ja. Gut, dann klappen wir das Ganze mal zu. Und somit wären wir eigentlich, ja, durch mit dem ganzen Unboxing. War ja schon lang genug. Ich spare mir jetzt an der Stelle, das alles hier wieder ins Bild reinzuhalten. Ihr wisst ja selber, was ihr jetzt in den letzten Minuten gesehen habt. Ja. Es bleibt natürlich noch das Outro und das kommt selbstverständlich nach einem ganz kurzen Cut. Also bleibt bitte dran. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, und somit wären wir durch mit dem Extra Large Unboxing mit Technikgedöns etc. Was mich mehr denn je interessiert bei diesem Release, unabhängig jetzt davon, von dem Kaufpreis, da scheiden sich wirklich die Geister. Wie findet ihr die Qualität dieser Box, den Inhalt, was da alles so geboten wird? Wie sieht es aus mit dem Bildmaster? Welche Schnittfassung gefällt euch am besten? Wo seht ihr ja Potenzial, was verschenkt wurde? Welches Bildmaster gefällt euch im Vergleich am besten? Ich habe ja massig unten reingepackt in die Infobox. Bitte schaut danach. Es hat mich sehr viel Mühe gekostet, diese Vergleiche anzustellen. Und verlinkt das Video gerne weiter, teilt es mit Freunden etc. Und wenn es euch irgendwie weitergeholfen hat, dann gebt ihm bitte ein Däumchen nach oben, beziehungsweise abonniert gerne auch den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und vergesst auch nicht unbedingt das Glöckchen dabei zu aktivieren, um kein weiteres Video mehr von meinem Kanal zu verpassen. Und ich bedanke mich bei all denjenigen, die das Video komplett wirklich bis zum Schluss geschaut haben. Und wie gesagt, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Euer Moviefan 1982 ist raus aus dem Video. Macht's gut. Ciao, ciao.